Hallo, Herr Holt. Hallo. Vince ist immer noch nicht zur Arbeit gekommen und sein Handy ist auch aus. Also ich glaube, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, Frau Bosch. Ich habe vorher noch mit ihm gesprochen. Da war er bei Chantal. Ja, klar, wo sonst? Und ich habe mit dem Jugendrichter gesprochen, der damals vor 2 Jahren für das Verfahren gegen Chantal zuständig war. Ja und? Chantal ist aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Dann hat sie einfach nur Glück gehabt. Aber die hat definitiv Dreck am Stecken. Also ich finde, das ist schwer zu beurteilen. Aber was mir schon suspekt erscheint, Vince zieht da ein und zahlt sofort die ganze Miete oder zumindest die Hälfte. Das ist mir auch schon aufgefallen, das habe ich auch schon gesehen. Also genau deswegen wollte ich ja mit Vince sprechen. Ich habe Einsicht in sein Konto. Also das finde ich jetzt nicht gut, ihn zu überwachen. Das ist doch genau das, was Vince ihm vorwirft. Ja, aber immerhin habe ich jetzt den Beweis, dass Chantal ihn nur ausnutzt. Nicht nur, dass er ihre komplette Miete überwiesen hat. Er hat auch sein gesamtes Erspartes abgehoben. Und in den letzten Wochen, das hat er garantiert Chantal hinterhergeschmissen. Also das ist natürlich alarmierend, aber trotzdem mal langsam. Es ist doch noch gar nicht sicher, dass er das Geld für Chantal verwendet hat. Für wen denn sonst? Ich glaube mittlerweile auch, dass er mir die 50 Euro aus dem Portemonnaie geklaut hat. Und von wegen, er hat den Flatscreen in die Reparatur gegeben. Was Sie meinen, er hat den Fernseher verkauft? Mir klar. Ich habe ihn doch erst letztes Weihnachten geschenkt. Wäre der wirklich kaputt gewesen, hätte Vince doch etwas gesagt. Allein schon wegen der Garantie. Und Sie glauben jetzt, dass er das Geld, das er bei dem Verkauf bekommen hat, Chantal gegeben hat? Natürlich. Darum geht es diesem Stück doch nur. Lediglich um Vince Geld. Verdammt! Bleib hier! Was ist denn da los? Hey, stopp, stopp! Wo geht's nicht? Aufhören! Schluss! Hey, Vince! Was ist denn hier los? Ich habe Vince dabei erwischt, wie er Geld aus der Werkstattkasse geklaut hat. Hier, 100 Öcken. Ich bring die mal wieder zurück. Vince, was soll das? Ich wollte mir nur was leihen für Schulbücher. Ach, ist das wirklich die Wahrheit? Schulbücher, klar. Warum hast du dein ganzes Erspartes abgehoben? Ey, das gibt's doch nicht, dass du mir schon wieder nachspionierst. Hast du Chantal das Geld gegeben? Das geht dich gar nichts an, das ist mein Geld. Und die 50 Euro aus meinem Portemonnaie sind auch dein Geld, oder was? Frau Bosch, ganz ruhig jetzt mal, bitte nicht aufregen. Chantal meint es nicht ernst mit dir. Sie will doch nur dein Geld, checkst du das nicht? Ach ja, wenn sie es nicht ernst meint, warum sind wir dann verlobt? Was? Ihr seid verlobt? Ich habe das Geld gebraucht, für gemeinsame Erlebnisse und Geschenke. Chantal hat mich nicht darum gebeten. Und was ist mit ihrer Miete? Verdammt, das geht niemandem was an. Mach endlich auf! Nein, Frau Bosch, bitte nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Stress. Und überhaupt, ich muss jetzt in die Berufsschule. Übrigens, in der Prüfungszeit brauche ich mehr Zeit zum Lernen. Und deshalb werde ich kaum noch in der Werkstatt sein. Herr Holt, Sie müssen etwas unternehmen. Wenn die beiden jetzt schon verlobt sind und er sein ganzes Geld ihr gegeben hat, dann Sie müssen mit ihm reden. Sie müssen Vince klar machen, dass ich von meinem aber wie heißt es nochmal? Aufenthaltsbestimmungsrecht. Ja, genau, dass ich davon Gebrauch mache. Aber Ihnen muss klar sein, dass dadurch der Familienfrieden nicht zu retten sein wird. Ich rede lieber mal mit Vince und versuche ihm klarzumachen, dass Sie dafür sorgen können, dass er wieder zurückkommt, wenn er weiter so uneinsichtig ist. Ich verstehe Frau Boschs Sorge, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Durchsetzung des Aufenthaltsbestimmungsrechts, das natürlich bei ihr liegt, der richtige Weg ist, um den Familienfrieden wiederherzustellen. Ich denke, es wäre besser, wenn es gelänge, an Vince Vernunft zu appellieren. Und deshalb will der Richter am nächsten Morgen noch einmal das Gespräch mit dem verliebten Teenager suchen. Er hofft, ihn an der Berufsschule anzutreffen. Entschuldigung, gehen Sie hier auf die Berufsschule? Aber nicht mehr lang, wenn ich schon wieder zu spät komme, der verdammte Wecker. Ich halte Sie gar nicht lang auf. Kennen Sie einen Vince Bosch? Vince, klar, ist ein Kumpel von mir. Ja, wissen Sie, wo der ist? Ich habe weder gestern Abend noch heute früh erreichen können. Jetzt habe ich gehofft, dass ich hier an der Berufsschule mehr Glück habe, aber Fehlanzeige. Stimmt, Vince hat mir gestern eine SMS geschickt, dass er wohl die nächsten Wochen nicht kommen kann und ich für ihn daher in den Anwesenheitslisten unterschreiben soll. Die Anwesenheitslisten unterschreiben? Sie wissen aber schon, dass das unter Umständen strafbar sein kann. Ich meine natürlich mitschreiben. Ich soll für ihn den Unterrichtsstoff mitschreiben. Logisch. Ja. Ja, und wieso kann er nicht selbst kommen? Er meint, er ist pausenlos am Jobben. Hey, jetzt muss ich aber echt los. Ja, klar. Und danke.
Unterdessen geht Vince einem seiner zahlreichen Nebenjobs nach, um seiner anspruchsvollen Freundin auch weiterhin jeden noch so kostspieligen Wunsch erfüllen zu können. Ausgenutzt fühlt er sich dabei nicht. Komm schon, Vince, mach schneller. Vince Bosch? Hallo, ich habe Ihre Annonce auf dem Kleinanzeigenportal im Internet gesehen. Ich bräuchte noch jemanden für Gartenarbeiten. Super, wann bräuchten Sie mich denn? Freitag und Samstag von 14 bis 19 Uhr. Super, ja, das passt. Sehr schön, das freut mich. Ich mail Ihnen die Adresse dann zu. Alles klar, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Time. Musste Vince wieder bluten? Durfte. Der Kleine durfte bluten. Außerdem opfert er sich ja gerne für mich. Wie viel hast du dem eigentlich schon aus der Tasche gezogen? Ach, pff, die 3000 sind nur Peanuts zu dem, was ich ihm noch abziehen kann. Jetzt, wo der Dummi mich sogar heiraten will. Aber das machst du doch nicht wirklich, oder? Nein, natürlich nicht. Ich bleibe jetzt erstmal ein bisschen verlobt und halte ihm die Hochzeit als Köder vor die Nase. Und dann kann der Dummi sich so richtig ins Zeug legen. Eigentlich schon fies, dass du den Kleinen so krass ausnutzt. Während er sich abbaggert, verballerst du seine Kohle für Shoppen und Partys. Ach, jetzt sei mal nicht so eine Spaßbremse. Ach, guck mal, wer da ist. Henry, wieso rufst du nicht vorher an? Chantal, schau mal. Ich wollte dich überraschen damit. Wow, die ist wunderschön. Gefällt sie dir, ja? Und wie? Oh, Henry, du bist der Beste. Nachdem Alexander Holt den Lehrling nicht erreicht hat, fährt er zur Werkstatt von Vince' Mutter und konfrontiert sie mit den beunruhigenden Neuigkeiten. Vince macht was? Scheinbar schwänzt er die Berufsschule, um zu jobben. Und mir hat er gesagt, dass er weniger Schichten hier in der Werkstatt will, weil er für die Schule lernen muss. Das war wohl auch gelogen. Früher hätte Vince mich nie belogen. Wegen diesem Flittchen wird er zum Dieb, zum Lügner. Lässt seine Berufsschule und seine Ausbildung sausen. Was sagt Vince eigentlich dazu? Ja, ich konnte noch nicht mit ihm sprechen. Er geht nicht ans Handy und ich kann ihn auch nirgends finden. Darf ich mal kurz stören? Was ist, Bernd? Mir ist gerade aufgefallen, dass die ganzen neuen Ersatzteile weg sind. Eine Kiste mit Zündspulen, 3 Keilriemensätze und der Batterietester ist auch futsch. Hast du hinten schon mal nachgeschaut? Ja, klar habe ich hinten nachgeschaut. Ist alles weg. Also, Mareike, ich will ja jetzt hier niemanden beschuldigen oder so, aber Vince hat mich vor kurzem ganz beiläufig mal gefragt, was die Sachen wohl wert seien. Du meinst, das war Vince? Allein der Batterietester sind ja schon über 200 Euro. Die Riemensätze noch mal fast genauso viel. Die Zündspulen, alles zusammen ungefähr 800 Euro. Haben Sie eine Ahnung, wer Vince diese Sachen abkaufen könnte? Darf ich mal an Ihren Computer? Ich denke, ein junger Mensch wie Vince, der würde sowas im Internet anbieten. Ja, okay. Versuchen wir es. Seit wann vermissen Sie die Ersatzteile? Also gestern waren sie noch da. Moment mal, das da, das könnten Sie sein. Der Anbieter ist tatsächlich ein Vince B. und der hat noch andere Dinge im Angebot. Batterietester, Keilriemensätze und eine Spielekonsole. Was? Ich fass es nicht. Sogar die Konsole, die ich ihm mal zum Geburtstag geschenkt habe? Herr Holt, Sie müssen bitte etwas tun, bevor Vince noch mehr Scheiße baut. Mein ganzes Hab und Gut verkauft. Vince ist seiner Freundin hoffnungslos verfallen und merkt gar nicht, dass sie ihn nur benutzt. Hier, Süße, von meinen Jobs. Und für die Marken-Sneaker, die mir meine Mom vor ein paar Wochen gekauft hat, habe ich auch noch 40 Euro bekommen. Das sind ja nur 180 Euro. Damit kann ich nicht mal die Mahnung bezahlen. Was mache ich denn jetzt? Nicht weinen. Die nächsten Tage kommt viel Kohle rein, versprochen. Ich habe noch ein paar Anzeigen am Laufen, wo ich Sachen verchecke. Und ich arbeite jetzt quasi rund um die Uhr. Oh, du bist so tapfer. Aber ich habe mir auch schon was überlegt, wie ich dich ein bisschen unterstützen kann.
Hätte ich so einen Nageltisch, dann könnte ich nebenbei schwarz arbeiten. Nur kostet der 500 Euro. Krass teuer. Gibt's da nichts Billigeres? Ja, schon, aber nee, so ein Billo-Tisch geht gar nicht. Der hat da nicht genug Fächer und ist nicht höhenverstellbar. Also wenn, dann muss es schon der Gute sein. Ich meine, gut, das Geld habe ich eh nicht. Und sag jetzt bloß nicht, dass du das übernimmst. Wieso nicht? Weil du schon viel zu viel für mich ausgegeben hast? Ja, aber wir sind doch verlobt und wenn du mit dem Tisch genug verdient hast, kannst du mir die Kohle ja immer noch wiedergeben. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Musst du nicht gleich zu deinem nächsten Job? Scheiße, ja, ich muss los. Ich muss noch was abholen. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Oh. Hallo, Vince. Endlich erwische ich dich. Tag, Herr Holt. Wieso? Haben Sie mich gesucht? Ja. Vince, hör zu, du solltest dir das mit dem Auszug von zu Hause noch mal überlegen. Zumal jetzt da deine Mutter wohl auf ihrem Aufenthaltsbestimmungsrecht pochen will. Und das gäbe eine Menge Ärger für dich. Hm? Chantal ist doch 18. Nächsten Monat wird sie 19. Wieso muss ich da nach Hause? Reicht nicht, dass einer von uns volljährig ist? Nein, solange du noch nicht volljährig bist, kann deine Mutter bestimmen, wo du wohnst. Ich habe jetzt eigentlich einen Termin. Einer deiner Nebenjobs, hm? Woher wissen Sie das? Ich weiß noch viel mehr. Du verkaufst Sachen aus der Werkstatt deiner Mutter übers Internet, hm? Mensch, Vince, das ist keine Kleinigkeit, das ist Diebstahl und das ist strafbar. Verlangt Chantal das von dir? Nein, das war alles meine Idee. Fällt mir schwer, das zu glauben. Wie wär's, wenn du jetzt einfach mitkommst in die Werkstatt und dich mit deiner Mutter aussprichst? Nee, hm? Ich habe jetzt keine Zeit. Dir muss klar sein, dass deine Mutter dich zwingen kann, hm? Du sagst jetzt besser diesen Job ab und kommst mit. Hey, nicht, dass deine Mutter am Ende noch wirklich sauer wird und dich wegen des Diebstahls anzeigt. Dann hast du ein echtes Problem. Ja, okay, sehr gut, ich komme mit. Gute Entscheidung, komm. Als der 17-Jährige wenig später mit dem Richter zur Werkstatt kommt, ist Mareikes Erleichterung nur von kurzer Dauer. Denn ihr Sprössling will einfach nicht zur Vernunft kommen. Vince! Schön, dass du da bist. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Aber eins sage ich dir. Du kannst mit der Polizei eine Anzeige oder sonst was tun, aber ich komme nicht nach Hause. Und wenn du mich zwingst, wird das für dich die Hölle. Vince, verdammt nochmal, ich bin deine Mutter. Du hast mich belogen, du hast mich bestohlen. Ich sage dir eins, du gibst jetzt sofort alle deine Jobs auf. Du hörst auf zu klauen und konzentrierst dich wieder auf deine Schule und deine Ausbildung. Oder aber du verlierst deine Ausbildungsstelle. Und somit deine gesamte Zukunft. Dann schmeiß mich doch raus. Dann habe ich wenigstens Zeit dafür, meine Jobs zu machen, damit ich mehr verdienen kann als mit diesem popeligen Azubi-Gehalt. Vince, diese Nebenjobs bringen dich nicht weiter. Deine berufliche Ausbildung schon. Die darfst du nicht riskieren und aufs Spiel setzen, nur weil du verliebt bist. Ey, du hast eine Verantwortung, nicht nur gegenüber deiner Mutter, vor allem gegenüber dir selbst. So oder so, du kommst jetzt wieder nach Hause. Da führt kein Weg dran vorbei. Okay, es stimmt. Ihr habt ja recht. Ich fahre nur eben schnell zu Chantal und hole meine Sachen. Bis später. Ich wusste, dass er früher oder später wieder zur Besinnung kommt. Danke, Herr Holt. Danken Sie mir mal bitte nicht zu früh. Also mir ging dieser Sinneswandel von Vince deutlich zu schnell. Ich habe eher das Gefühl, der sagt das alles nur, damit wir ihn in Ruhe lassen. Meinen Sie wirklich? Ja, ich befürchte es. Aber das lässt sich ganz einfach feststellen. Ich fahre jetzt einfach zu Chantal und sehe nach, ob er da wirklich auszieht. Dass der naive Vince seine ganze Zukunft für sie aufs Spiel setzt, ist Chantal völlig egal. Die gewissenlose Nageldesignerin fährt auch weiterhin zweigleisig. Ja, Süßer, du fehlst mir auch. Du schlimmer Junge. Du, ich muss Schluss machen. Dicker Kuss. Vince, was machst du denn hier? Ich dachte, du musst noch arbeiten. Nee, ich muss gleich zum nächsten Job, aber ich habe noch eine Überraschung für dich. Tada! Wow, der ist wunderschön. Genau den wollte ich. Du machst mich so glücklich. Du, ich habe uns eine Traumwohnung rausgesucht. Ist die nicht der Hammer? Ja, echt schick, aber sieht teuer aus. Ja gut, 4.000 Euro für Kaution ist schon krass teuer. Aber die Wohnung ist auch krass schön. Und sie hat ein großes Kinderzimmer. 4.000 Euro? Ja, aber stell dir das doch mal vor. Wir als Ehepaar,
Du Papa, ich Mama und ein kleines süßes Baby. Das wäre schon geil. Und wenn du erst mal 18 bist, dann können wir auch einen Kredit aufnehmen. Und wenn ich die 500 Euro für den Nageltisch habe, dann verdiene ich ja auch was dazu. Da muss ich halt noch mehr reinhauen. Hallo, Frau Bosch. Es sieht leider nicht so aus, als wäre Winster ausgezogen. Der hat ja eigentlich sehr fröhlich gewirkt und eine Reisetasche oder sowas hat er auch nicht dabei. Ich melde mich wieder. Henry, ich bin echt kein Fan von diesen Überraschungsbesuchen. Warum sollte ich denn runterkommen? Schau mal, Chantal, ich hab da was für dich. Oh wow, der ist echt schön. Ich dachte, du möchtest vielleicht was Kleines, das zu deiner Kette passt. Danke, du bist der Beste. Wir sehen uns morgen Abend, okay? Ich bin total verliebt in dich, Chantal. Ich auch in dich. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao. Hey, Sarah, ich bin's. Das hat alles ganz genauso funktioniert, wie du es vorausgesagt hast. Vince hat mir den teuren Verlobungsring geschenkt. Den werde ich jetzt natürlich erstmal gleich zu Geld machen. Und werde ihm dann heute Abend vorheulen, dass ich so traurig bin, weil ich ihn verloren habe. Und dann kauft der Kleine mir bestimmt gleich einen neuen. Ja, okay. Gut. Bis dann. Ciao. Dieses Mal hat der Richter Vince glücklicherweise erreicht und konnte ihn zu einem kurzfristigen Treffen überreden. Ich habe nur 5 Minuten, da muss ich weiter Autos waschen. Also, was gibt's noch? Ich habe doch zugestimmt, dass ich wieder nach Hause ziehe. Zugestimmt, ja, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du es wirklich vorhast. Vince, mir ist klar, dass du Chantal sehr liebst, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie deine Liebe verdient hat. Hat meine Mutter sie also überzeugt, oder was? Ich habe mich selber überzeugt. Chantal betrügt sich. Da gibt's noch einen anderen Jungen. Blödsinn. Chantal würde mich nie betrügen. Ich habe gehofft, dass ich das nicht tun muss. Aber schau mal. Der junge Mann heißt Henry. Er hat Chantal einen Ring geschenkt. Und er hat gesagt, dass er sie sehr liebt. Dafür gibt's bestimmt eine total einfache Erklärung. Ich brauche nur zu Chantal zu fahren und fragen, was da los war. Gute Idee. Und dann frag sie auch mal nach deinem Verlobungsring. Hm? Sie hat nämlich gesagt, dass sie den verkaufen will. Niemals. Sie sind total auf dem Holzweg. Und das werde ich ihnen auch beweisen. Und ich muss jetzt weiter. Das Gespräch mit Alexander Holt hat den 17-Jährigen wachgerüttelt. Allerdings will Chantal ihren Goldfisch nicht kampflos von der Angel lassen. Vince, wie, du ziehst zurück zu deiner Mutter? Was ist denn los? Richter Holt hat Fotos gemacht von dir und diesem Henry. Henry, das ist mein Cousin, der gerade in der Stadt ist. Vince, ehrlich, da hat der Richter wohl irgendwas falsch verstanden. Ich weiß nicht. Also, wenn du mir echt so wenig vertraust, dann... Ganz ehrlich, ich liebe dich über alles und du glaubst diesem Richter, der unsere Liebe kaputt machen will. Was ist mit dem Ring? Wo ist der? Hast du ihn verkauft? Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn zum Gravieren gebracht. Ich fand es schön, wenn unsere Namen draufstehen. Ist irgendwie romantisch. Ehrlich? Wenn du mir echt so wenig vertraust, dann geh doch. Das tut mir echt weh, dass du so an meiner Liebe für dich zweifelst. Chantal, tut mir leid. Nein, du liebst mich einfach nicht genug. Doch, tue ich. Daran ist nur meine Mom schuld. Sie will einfach, dass ich zu ihr zurückziehe. Dann müssen wir einfach weg von deiner Mom. Wie? Weg? Wohin denn? Wir können durchbrennen. Einfach weg nach Spanien oder so. Wir brauchen nur ein paar tausend Euro Startkapital und ein Auto. Und dann sind wir weg. Geil. Wie in einem Film. Hit the road und ab dafür. Auto ist kein Problem. Das kann ich in der Werkstatt klauen. Aber ein paar tausend Euro? Naja, so 5 bis 10 Mille bräuchten wir schon mindestens. Und ja, wenn wir dazu nicht gerade eine Bank ausrauben, dann wird es wohl nichts. Außer, wir kommen an irgendeinen Tresor oder so. Klar, ich weiß. Das ist auch nur halb so gefährlich, wie eine Bank auszurauben. Dafür brauche ich auch keine Wumme. Mareike Bosch macht sich große Sorgen um ihren Sohn. Denn der 17-jährige Vince ist blind vor Liebe. Ist Vince bei Chantal? Ich gehe mal davon aus, aber ich wollte mit dem Klingeln auf sie warten. Oh
Gott, ich mache mir solche Sorgen. Sie hat mir doch versprochen, dass Vince wieder nach Hause kommt. Aber ist er bisher noch nicht. Und an sein Handy geht er auch nicht. Ich hatte gehofft, dass er zur Vernunft kommt, wenn er erkennt, dass Chantal ihn hintergeht. Aber wenn er zu Hause nicht ist, dann ist er eben vermutlich hier. Ich hoffe, gemeinsam können wir ihn dazu bringen, dass er zurück nach Hause kommt. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Wo ist mein Sohn? Keine Ahnung. Vince hat ihm schon enorm viel Geld gegeben. Der hat all seine Wertsachen verkauft. Der hat sogar Ersatzteile aus der Werkstatt seiner Mutter gestohlen, um sie zu verkaufen. Und das alles nur für sie. Ich habe ihn zu gar nichts gezwungen. Das war alles seine Idee. Lüg doch nicht, du Miststück! Frau Bosch, ganz ruhig. Wir klären das in Ruhe. Ne? Was haben Sie vor? Wieso ist Vince nicht wie versprochen zurück nach Hause gezogen? Wo ist Vince? Wieder bei einem seiner zahlreichen Jobs? Für 8,50 Euro Mindestlohn, oder was? Wohnungen in Spanien? Haben Sie vor, gemeinsam mit Vince nach Spanien abzuhauen? Was? Wie bitte? Nein, Sie würden nie Job und Wohnung aufgeben. Sie wollen nur, dass Vince das glaubt. Dann wird das Geld für Neuanfang besorgt. Nicht wahr? Was soll er dafür tun? Vince hat schon gestohlen. Mann. Was hat er als nächstes vor? Kein Schimmer. Ihnen ist schon klar, wenn Vince eine Straftat begeht, dann machen Sie sich als Anstifterin genauso strafbar. Dafür kann man auch ins Gefängnis gehen. Ich habe ihn zu gar nichts angestiftet. Das war alles seine Idee. Was war Vince' Idee? Was? Um ihre eigene Haut zu retten, hat Chantal dem Richter und Vins Mutter verraten, dass der 17-Jährige den Tresor aus der Werkstatt ausräumen will. Vince, was machst du da? Ich hab nur... Lass gut sein, Vince. Wir wissen Bescheid. Chantal hat dich verraten. Was? Nein! Oh, doch. Wieso hat sie das getan? Um sich selbst zu schützen. Vince, es wird allerhöchste Zeit, dass du mal der Wahrheit ins Auge schaust. Chantal wollte sich nur selber retten. Schließlich weiß er, dass sie eine Lügnerin und Betrügerin ist und dich nur ausgenutzt hat. Ja, und nicht nur dich, sondern mindestens noch einen weiteren jungen Mann. Ich dachte, das wäre ihr Cousin. Das glaubst du auch selber nicht, oder? Warum hat sie diesen Cousin nie erwähnt? Hm? Und so wie der sie geküsst hat, so küsst man keine Cousine. Und wer schenkt seiner Cousine schon einen Ring? Hm? Ist das echt wahr? Vince, ja. Du solltest jetzt wirklich mal diese rosa-rote Brille abnehmen und der Wahrheit ins Auge schauen. Vince, Herr Holt hat recht. Es ist vorbei. Aber ich liebe sie doch so. Ja. Und genau das hat sie wohl ausgenutzt. Ich hatte von Anfang an schon so ein komisches Gefühl wegen dem Cousin und weil der Ring ja weg war. Aber ich wollte das alles einfach nicht wahrhaben. Das verstehe ich doch, Schatz. Tut mir leid, Mom, wegen allem. Du hast Chantal wohl einfach besser eingeschätzt als ich. Und ich dachte, sie ist meine große Liebe. Komm her, Junge. Eigentlich doch schön, wenn man einen Partner hat, der ihm die Wünsche von den Lippen abliest. Allerdings hat es bei Vince sehr lange gedauert, bis er erkannt hat, dass er nur ausgenommen werden sollte und dass seine Mutter keine eifersüchtige Glucke ist, sondern genau den richtigen Riecher hatte, was Chantal betrifft. Die wird sich vor Gericht verantworten müssen und diesmal muss sie auch mit einer Verurteilung wegen Betruges rechnen. Ich habe der Familie Bosch geraten, gerichtlich gegen Chantal vorzugehen. Es wird nicht schwierig sein, einen Vollstreckungstitel zu bekommen, denn weil Vince ja erst 17 Jahre und damit beschränkt geschäftsfähig ist, kann er alle Geschenke und alles Geld zurückholen, das er jetzt nicht mit seinem ersparten Taschengeld bezahlt hat. Natürlich ist bei Chantal im Moment nichts zu holen, trotzdem ist so ein Vollstreckungstitel wichtig, denn sollte sie irgendwann wieder zu Geld kommen, kann Vince 30 Jahre lang ihr den Gerichtsvollzieher auf den Hals hetzen und damit hat sie eine große Motivation, den Schaden wieder gut zu machen. Und zwar nicht mit dem Geld ihrer neuen Lover, denn dann würde sie bald im Gefängnis landen. Und dort liest man ihr bestimmt keine Wünsche von den Augen ab.